Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie Sie mit OpenOffice die Seitennummerierung einfach so anstellen können. Und von daher haben wir hier schon OpenOffice aufgemacht und dann zeige ich euch einfach, wie es geht. Also, wir wollen zum Beispiel eine Seite, ja, die Seitennummerierung, und dafür brauchen wir entweder eine Kopfzeile oder eine Fußzeile. Um eine Kopfzeile zum Beispiel zu erzeugen, sollten wir zunächst erstmal unsere Zeiger einfach an der Stelle markieren, wo wir einfach unsere Kopfzeilen haben wollen. Zum Beispiel hier wollen wir unsere Kopfzeilen haben und dann könnten wir einfach auf Format gehen und auf Anfügen gehen und Kopfzahlen. Dann fügen wir einfach eine Kopfzahl hier, Sie sehen schon. Und wenn wir schon unsere Kopfzahlen haben, dann gehen wir wieder auf Anfügen und dann Feldbefehl und dann könnten wir einfach unsere Seitennummer anfügen. Und Sie sehen hier, wir haben unsere Seitennummer zum Beispiel 1 da und wir können sofort zum Beispiel nochmal ausrichten, wie wir wollen, zum Beispiel zentriert oder rechtbündig, und wir können zum Beispiel nochmal hier Seite 1 auch schreiben, Seite davor schreiben, und wir können nochmal zum Beispiel die Schriftfarbe auch ändern, wie wir wollen. Sie sehen schon, man kann auch alles machen und nochmal bearbeiten, wie man das haben will. Und so können Sie einfach Ihre Seitennummerierung einfach erzeugen. Also, und Sie sehen auch hier, wir haben die Seite 2 und es ist schon bearbeitet. Und hier haben wir die Seite 3 und hier haben wir die Seite 4 und so weiter. Also, so können Sie einfach Ihre Seitennummerierung einfach mit Kopfzeile und Fußzeile einfach anstellen. Also, ich freue mich, dieses Video mit euch geteilt zu haben.